Hey! Sorry, war ich ungeschickt von Ihnen. Also, das war keine. Das war ein ganz schönes Engagement. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, das gerade eben wirkt irgendwie realistisch. Also. Ich beschwere mich auch gar nicht. Ist ja gut. Super, da sind echt ein paar richtig geile Bilder dabei. Ja, cool, dann haben wir ja Feierabend. Kann man so sagen. Ihr seid auch alle erlöst. Vielen Dank nochmal. Und natürlich kriegt ihr alle noch einen Drink aufs Haus. Das lassen wir uns noch nicht zweimal sagen. Was trinkst denn du? Spitzenshow, die ihr da abgeliefert habt. Hat's dir gefallen? Ich muss weg. Schade. Hey, wo willst du hin? Ich hab doch noch eine Verabredung und ich bin eh schon total spät dran. Hey, 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 nicht so stürmisch. Das ist wohl neuerdings Helenas Art. Was kann ich dir bringen? Ein Cappuccino. Kommt sofort. Für mich auch einen, bitte. Zwei. Trinkst du ein Glas mit? Wenn du meine Schicht übernimmst. Machst du mal zwei Cappuccino für Sebastian und Rebecca? Ja, klar. Danke. Jetzt guck nicht so. Die beiden werden sich auch wieder einkriegen. Hört sich ganz schön ätzend an, wenn deine besten Freunde dich plötzlich ignorieren. Ja, wenn ich wie Christian deinetwegen fast in den Knast gewandert wäre, dann würde ich dir das auch übel nehmen. Danke. Du weißt, wie du mich aufbauen kannst. So habe ich auch dieses verdammte Oberteil in seine Tüte reingesteckt. Rebecca, das kannst du nicht mehr ändern. Du machst jetzt erstmal deine Sozialstunde im Krankenhaus und dann werden die beiden auch raffen. Das ist dir ernst. Wie viel ist es? Oh, ich muss los. Ja, wohin denn? Ins Krankenhaus. Wäre keine gute Idee, schon am ersten Tag zu spät zu kommen. Ja, komm, ich fahr dich. Ich muss nur noch schnell zahlen. Hey, wollt ihr beiden die Eiszeit nicht langsam mal beenden? Rebecca weiß, dass sie Mist gebaut hat. Ihr tut's wirklich leid. Ja, ist ja auch wohl das Mindeste. Sie macht jetzt Sozialstunden im Krankenhaus. Großes Opfer. Okay, ich verstehe sehr gut, dass ihr sauer seid. Aber sie ist wirklich total fertig wegen der Sache. Bäcker im weißen Kittel im Krankenhaus. Bettplan lernen, Essen verteilen, Klos putzen. Wohl. Wenn sie sich genauso geschickt anstellt wie im Schneider, schicken die sie nach einer halben Stunde wahrscheinlich wieder heim. Vielleicht hat Sebastian doch recht. Was jetzt? Dass wir zu hart zu Rebecca sind. Hallo, hast du schon vergessen, was die sich geleistet hat? Nein, aber trotzdem. Mann, ich glaube, sie hatte nie vor, mir diesen Diebstahl anzuhängen. Das ist einfach so passiert. Nein, das ist nicht einfach so passiert. Aber es tut ihr doch leid. Mann, sie hat sich selber angezeigt. Und sie war ständig hier, um sich mit uns zu versöhnen. Jetzt soll sie erst mal eine Weile im Marienhospital ackern und dann sehen wir weiter. Mein Christian Gebäcker hat Mist gebaut, vielleicht öffnet ihr das die Augen. Aber sie darf mir trotzdem ein bisschen leiden. Ja, oder? Müller hier. Ich glaube, es gibt heiße Nachrichten. Du hast einfach ein zu gutes Herz. Nein, eben nicht. Und deswegen muss ich jetzt auch los. Sonst komme ich zu spät zur Nachuntersuchung. Ja, genau. Fürstin Luise ist mein Vorbild. Sie hat mich quasi zu dieser Arbeit inspiriert. Ach. Ich dachte, Sie müssten hier Ihre Sozialstunden wegen eines Ladendiebstahls ableisten. Ja, so. Ich bin unschuldig verurteilt worden. Das Ganze war ein Missverständnis. Ich hatte nie was mit diesem Diebstahl zu tun. Ach. Und ich war kurz davor zu glauben, dass du die Sache wirklich bereust. Oh, entschuldigen Sie mich bitte. Christian! Christian! Ich bereue es doch auch. Ach, und warum erzählst du den Journalisten dann so einen Mist? Soll ich dir Pass etwa auf die Nase binden, dass ich geklaut habe? Warum nicht? Ich habe mich selbst angezeigt, das reicht doch wohl, oder? Du wirst das wirklich nie kapieren. Ja. Red dich doch nicht raus, du bist und bleibst unehrlich, unfeige, Punkt. Hallo, es geht hier um meinen Ruf und meine Zukunft. Zukunft? Meine war dir ja egal, als du mich bei deinem Diebstahl mit reingeritten hast. Mann, wie oft soll ich mich denn noch dafür entschuldigen? Du sollst dich nicht entschuldigen. Du sollst endlich einsehen, was du für einen Mist gebaut hast. Aber das tue ich doch auch. Oder glaubst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als Urinbecher zu beschriften? Ehrlich gesagt? Ja, das glaube ich. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Christian! Rebecca, lass mich los. Ja.
halt drauf.